Dieses Gadget für Rad- und Motorradfahrer soll an der Bremsscheibe befestigt werden und einen zuverlässigen Schutz vor Diebstahl bieten. Das Gadget kann Fingerabdrücke erkennen, wiegt 230 Gramm und wird von zwei CR2032 Batterien betrieben. Das Tool kann das ganze Jahr über verwendet werden. Es ist vor Feuchtigkeit geschützt und arbeitet bei Temperaturen von minus 20 bis plus 85 Grad Celsius. Außerdem ist ein leuchtend orangefarbenes Kabel im Lieferumfang enthalten. Es schützt nicht nur, sondern erinnert den Fahrer auch daran, das Schloss zu entfernen. Der Verkaufspreis beträgt 75 US-Dollar. Hier kommt eine interessante Neuheit für Hundebesitzer. Diese Hundeleine ermöglicht es, den Vierbeiner ohne die Hilfe der Hände zu führen. Diese Leine kostet 13 US-Dollar und macht das Gassigehen bequemer, sicherer und auch spannender. Laut den Entwicklern ermöglicht die Leine die Kontrolle des Hundes um 360 Grad, während sie mit herkömmlichen Leinen kompatibel ist. Sie wird mit einem Ring fixiert. Die Größe ist universell. Die Leine eignet sich für einen Taillenumfang von 51 bis 112 cm. Es gibt auch einen kleinen Aufbewahrungsbereich. Die einzige Geldbörse, die dein Geld und deine Papiere schützt, versprechen die Entwickler. Diese Geldbörse hat nicht nur ein Zahlenschloss, sondern auch RFID-Technologie. Damit werden die Kartendaten geschützt. Laut den Entwicklern bietet das Zahlenschloss 1000 verschiedene Kombinationen. Im Inneren ist genug Platz für 50 Geldscheine oder 12 Karten vorhanden. Außerdem kann das 125 Gramm leichte Portemonnaie zur Aufbewahrung von Schlüsseln genutzt werden. Es lässt sich bequem mit einer Hand öffnen und eine spezielle App hilft, die Brieftasche im Falle eines Diebstahls zu finden. Die Kosten dafür betragen 83 US-Dollar. Dieser Becherreiniger eignet sich für Tassen, Gläser und Becher. Stellt einfach einen Becher auf den Kopf und drückt drauf. Der Hersteller ist sich sicher, dass das Gadget auch in Bars und Restaurants verwendet werden könnte. Dieses Modell eignet sich für Geschirr mit einem Durchmesser von bis zu 11 cm und nimmt im zusammengebauten Zustand nur wenig Platz ein. Man kann auch nur mit einer Hand arbeiten. Die Kosten für das Gerät betragen 13 US-Dollar. Bei dieser Lampe handelt es sich vor allem um einen eingebauten Bewegungssensor und sie funktioniert bis zu 150 Tage lang mit nur einer einzigen Batterie. Zudem lässt sich die Lampe einfach an Decke und Wänden befestigen und kann dank ihres weichen und warmen Lichts auch als Taschenlampe oder Leselampe fungieren. Die Betriebsart wird mit einem Schalter eingestellt. Der Hersteller bietet auch ein Modell mit geneigtem Gehäuse an und verspricht, dass beide Optionen mindestens 10 Jahre lang halten. Laut den Entwicklern handelt es sich hier um eine freundliche und fliegende Kamera, die spektakuläre Bilder macht. Ein Hauptmerkmal der Drohne ist der unabhängige Flug. Man muss die Kamera einstellen und auf die Handfläche legen. Dann hebt sie ab, macht Fotos und landet wieder auf der Handfläche. Aufgrund der bescheidenen Abmessungen ist die Betriebszeit sehr begrenzt. Der Hersteller spricht hier von 5 bis 8 Starts. Erfahrene Nutzer sprechen allerdings von 3 bis 4 Starts. Doch der Akku ist abnehmbar und da er kompakt ist, kann man mehrere davon auf einmal mitnehmen. Der durchschnittliche Preis für die Drohne beträgt 260 US-Dollar. Dies ist ein effizientes und praktisches Werkzeug, das nicht viel Platz einnimmt. X-Craft wiegt nur 56 Gramm und ist bereit, mit einem Schraubendreher, Bohrer oder Poliersystem zu arbeiten. Das Kit wird mit einem Satz von 33 Bits geliefert. Ein Gerät für deren Magnetisierung und Entmagnetisierung wird mitgeliefert. Die Drehzahl des Bohrers beträgt 300 Umdrehungen pro Minute. Außerdem hat das Tool eine eingebaute LED-Hintergrundbeleuchtung und einen 350 mAh Akku, dessen vollständige Aufladung etwa 70 Minuten dauert. Die Kosten für das Set beginnen bei 40 US-Dollar. Ein Mehrzweck-Laser-Maßband für Profis und Hausfrauen. So bezeichnen die Entwickler dieses Maßband. Das Beste daran ist ein hintergrundbeleuchtetes Display, das die Messdaten anzeigt. Für Genauigkeit sorgt die photoelektrische Dekodierungstechnologie sowie die Kombination aus einem klassischen Maßband mit einem Laserstrahl. Das Maßband ist 5 Meter lang und der Laser schießt 60 Meter weit.
Außerdem hilft das Maßband bei Berechnungen der Raumfläche. Es gibt eine Umschaltung zwischen verschiedenen Maßeinheiten und Speicherplatz für 35 Datensätze. Ein zusätzlicher netter Bonus ist die Möglichkeit, die Messwerte an das Smartphone zu senden. Die Kosten beginnen bei 39 US-Dollar. Hier kommt ein interessantes Gadget für alle, die gerne ins Feuer schauen. Dies ist ein Luftbefeuchter mit Flammeneffekt. Je nach Modell beträgt das Volumen des Behälters 180 bis 250 Milliliter. Die Konstruktion ist kompakt und passt auf jeden Schreibtisch. Der Hersteller weist auf einen leisen Betrieb hin. So stört die Lampe zum Beispiel nicht beim Schlafen. Außerdem kann man auch Aromaöle hinzufügen und bei einigen Modellen ist die Farbe der Flamme einstellbar, sodass man dem Zimmer einen leichten Fantasy-Touch verleihen kann. Der Preis beträgt etwa 19 US-Dollar. Dieser kleine Ventilator für 13 US-Dollar sorgt für Abkühlung an einem heißen Sommertag. Die Belüftungsöffnungen sind so konzipiert, dass der Luftstrom das Make-up nicht beschädigt und der Lufteinlass vor Staub und Schweiß geschützt ist. Ein voller Akku hält etwa 16 Stunden. Das Modell wiegt 300 Gramm, verfügt über drei Luftstrommodi und ist in mehreren Farben erhältlich. Man kann das Gadget sowohl drinnen als auch draußen verwenden. Wie kompakt und leistungsstark darf eine Powerbank sein? Diese Babys sind nicht größer als eine Kreditkarte, haben aber eine solide Kapazität. Das ältere Modell wiegt 175 Gramm, ungefähr genauso wie das iPhone XS und die Kapazität beträgt 10.000 mAh. Das 10 mm dicke Gehäuse ist aus Aluminium. Bei Bedarf passt die Powerbank sogar in die Hosen- oder Jackentasche. Das Modell unterstützt Quick Charge und Power Delivery Technologien. Es gibt einen Schutz vor Kurzschlüssen, Überlastung und Überhitzung. Die Kosten für diese Option betragen 37 US-Dollar. Neuere Modelle mit 2500 mAh kosten etwa 23 US-Dollar. Dieser Timer für 36 US-Dollar soll in der Küche, beim Training oder Spielen sowie in der Schule und in vielen anderen Situationen helfen. Es gibt einen magnetischen Sockel, mit dem der Timer einfach zu befestigen ist. 6 Countdown-Muster, 3, 5, 10, 15, 25 und 30 Minuten sowie eine Selbstkonfiguration, eine Tonspur und einen Countdown-Modus. Die Steuerung ist ziemlich intuitiv und eine Ladung reicht für ca. 10 Stunden Dauerbetrieb. Das Gadget wiegt 52 Gramm. Ein Schweizer Messer für Kabel. So bezeichnen die Entwickler diesen Adapter. Er ist so kompakt, dass er an jeden Schlüsselbund passt, aber alle Gadgets schnell und einfach aufladen kann. Jeder Adapter ist ein Stecker für USB, USB-C und Dual Apple plus Micro-USB. Man kauft also 6 Kabel in einem. Damit wird das MacBook Pro in etwas mehr als 1,5 Stunden aufgeladen und auch die Datenübertragung wird deutlich beschleunigt. Darüber hinaus kann man exotische Tricks ausführen, zum Beispiel ein Telefon eines anderen aufladen. Und das alles, so die Entwickler, kostet etwa so viel wie 3 Tassen Kaffee, also 14 US-Dollar. Stell dir vor, du entspannst dich in einem Café und musst plötzlich auf die Toilette. Aber du hast einen schweren Rucksack oder Laptop dabei und kannst dein Hab und Gut natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen. Eine Lösung bieten hier die Entwickler dieses Gadgets an. Es schützt alle persönlichen Dinge in deiner Abwesenheit. Die Verwendung ist einfach. Gib einfach einen Code ein und lege das Gadget neben deine Wertsachen. Falls Diebe zugreifen, aktiviert das Gadget einen akustischen Alarm und die eingebaute Kamera zeichnet den Diebstahlversuch auf. Das Gadget ist in einem wasserdichten und stoßfesten Gehäuse eingeschlossen und kann mit Smartphones verbunden werden. Die eingebaute Batteriekapazität beträgt 600 mAh. Der Spaß kostet 79 US-Dollar. Dieses Türschloss scheint mit all seinen Funktionen schlauer zu sein als so mancher Dieb. Das Türschloss kann Fingerabdrücke in 0,3 Sekunden erkennen. Bemerken, dass die Tür offen ist und sie automatisch schließen und bei Temperaturen von minus 30 bis plus 70 Grad Celsius arbeiten. Das Schloss hat einen AES-128-Chip, der eine Verschlüsselung auf Bankniveau bietet.
Die Daten werden lokal gespeichert, nicht in der Cloud. Die Entwickler sind davon überzeugt, dass dies die beste Privatsphäre bietet. Es gibt insgesamt 4 Möglichkeiten, die Tür zu öffnen. Entweder mit dem Finger, über die App per Bluetooth, per Codeeingabe oder per Tastendruck. Die Kosten für das Schloss betragen 170 US-Dollar. Würdet ihr diesem Gadget euer Haus anvertrauen? Dieses Kohlendioxid-Kontrollsystem ist nicht nur funktional, sondern auch noch schön. Das Design sowie der Name wurden aus einem bestimmten Grund gewählt. Es waren die Kanarienvögel, die früher in die Minen gebracht wurden, da sie empfindlich auf die kleinsten Gasverunreinigungen in der Luft reagieren. Die Verwendung ist ganz einfach. Wenn der CO2-Gehalt einen gesundheitlich bedenklichen Wert überschreitet, beginnt der Vogel, sich nach unten zu lehnen. Und sobald der Raum gelüftet wird, steigt er wieder exakt an. Das Design ist patentiert und sehr minimalistisch. Es gibt keine Kabel, keine Benachrichtigungen, keine Tonsignale. Das Gadget wird von einem eingebauten Akku gespeist. Eine Ladung reicht für 3 Monate Arbeit. Der Preis beträgt 116 US-Dollar. Wenn dein Chef dich ständig bei außerplanmäßigen Raucherpausen erwischt, empfehlen wir diese Uhr, um deine Pausenzeit im Blick zu haben. Sie kostet nur 9 US-Dollar, allerdings ist im Set auch keine Batterie vorhanden. Die Uhr ist in einem sportlichen Stil gefertigt und in 2 Farben erhältlich. Sie arbeitet mit Quarz, es gibt 3 zusätzliche Zifferblätter. Das Feuerzeug wird durch einen großen Knopf auf der linken Seite des Gehäuses eingeschaltet. Man kann es verwenden, ohne die Uhr aus der Hand zu nehmen. Der Hersteller ist sich sicher, dass dies ein gutes Geschenk für Männer ist. Würdet ihr euch über eine solche Uhr freuen? Mit diesem Messerschärfer kann man das Schärfen und die Endbearbeitung an jedem geeigneten Ort organisieren. Er enthält 2 Diamantklingen zum Schärfen und 2 Keramikklingen für den Finish. 3 voreingestellte Schleifwinkel ermöglichen das Arbeiten mit einer Vielzahl von Messern. Für Stabilität sorgen rutschfeste Gummifüße und oben strukturierte Einsätze. Um die Aufbewahrung zu vereinfachen, gibt es ein Loch für den Riemen. Die Kosten betragen 18 US-Dollar. Eine saubere, schnellere und professionellere Lackierung bieten die Hersteller dieser Gestelle an. Das innovative Design und die leicht zu drehende Funktion vermeiden Tropfen und Flecken und sorgen für hochwertige Lackierungen in schwierigen Bereichen. Das Produkt wurde von mehr als 86.000 Handwerkern und Gesellen erprobt und getestet. Zu den Vorteilen der Konstruktion gehören eine einfache Installation, freie Drehung, Luftzugang zum Trocknen und Platzersparnis und effizientes Arbeiten auf engstem Raum. Ein Satz aus 4 Gestellen kostet 30 US-Dollar. Willst du ein wahres Kunstwerk aus technischer Sicht sehen? Hier ist es auf deinem Bildschirm. Die Erfinder dieses Multitools sind überzeugt, ein innovatives Produkt entwickelt zu haben. Trotz seiner bescheidenen Abmessungen ist das Tool bereit, mehr als 16 Werkzeuge zu ersetzen, darunter einen Öffner, ein Abisoliersystem, ein Lineal, einen Schraubendreher, eine Feile und sogar einen Speichenschlüssel. Jedes Tool ist aus einem einzigen Stück Edelstahl gefertigt. Das Multitool wiegt 22 Gramm und kann in der Tasche oder als Schlüsselanhänger am Rucksack getragen werden. Das perfekte Geschenk für einen Menschen, der für alles bereit sein möchte, was ihm das Leben bringt, schlussfolgerten die Macher. Der Preis dafür beträgt 23 US-Dollar. Diese Flasche kann analysieren, welche Art von Wasser du trinkst und Empfehlungen zur Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts abgeben. Neugierig geworden? Dann werfe einen Blick auf diese Entwicklung um 50 US-Dollar. Das Gadget soll dir beibringen, wie man den Kampf um das Wohlbefinden gewinnt. Da sind sich die Entwickler sicher. Es analysiert die Menge und Qualität des verbrauchten Wassers und hilft, die optimale Wassermenge pro Tag und Woche zu trinken. Eine App zeigt dir dabei alle Statistiken an. Die Flasche hat eine Kapazität von 530 Millilitern und wiegt 360 Gramm. Dank des universellen Designs und des Klappdeckels kann man sie überall mit hinnehmen, sogar zur Arbeit und auf Reisen. Wir haben das Jahr 2022 und ihr schrubbt eure Töpfe und Pfannen immer noch mit einem Schwamm? Genug damit! Schaut euch die weltweit erste manuelle Spülmaschine mit Dampf an. Sie erzeugt Dampf bei 105 Grad Celsius, um Geschirr ohne Reinigungsmittel zu reinigen. Der Vorgang dauert nur 10 Sekunden für einen Teller, man kann aber auch Töpfe, Pfannen, Backbleche und mehr abspülen.
Darüber hinaus ist das System auch für weitere Einsatzbereiche zu Hause geeignet. Der Dampfdruck ist regulierbar. Eine zusätzliche Düse ist im Lieferumfang enthalten. Die gesamte Reinigungsreichweite beträgt 3 Meter, 1,5 Meter für den Schlauch und weitere 1,5 Meter für das Stromkabel. Die Kosten betragen 300 US-Dollar. Dieses Tool soll helfen, das Fleisch zarter zu machen und es viel schneller zu garen. Laut Hersteller geht das Kochen mit diesem Fleischzartmacher im Durchschnitt um 40% schneller. Außerdem ist das Gerät nützlich, wenn man Fleisch schnell marinieren muss. Das Küchenwerkzeug wiegt 117 Gramm. Die Nadeln sind aus Edelstahl und das Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Der Durchmesser der behandelten Fläche beträgt ca. 50 mm. Ein spezieller Aufsatz hilft beim sicheren Arbeiten. Dazu ist der Vorgang auch noch viel leiser als beim klassischen Klopfen. Das soll der beste Wecker der Welt sein, sagen zumindest die Entwickler. Der Clou: Um das Signal auszuschalten, muss man aus dem Bett steigen, mit beiden Füßen auf die Matte treten und 3 bis 30 Sekunden darauf stehen. Während die Besitzer herkömmlicher Wecker noch im Bett sind, sitzen die Besitzer dieser Entwicklung also schon am Frühstückstisch. Die eingebauten Lautsprecher geben bis zu 120 Dezibel ab und sind damit deutlich lauter als klassische Wecker. Dank des speziellen Schaums fühlt sich die Matte angenehm an. Die Entwickler sagen, dass sie weich wie eine Wolke sei. Die Matte kostet 82 US-Dollar, doch in den Kommentaren haben einige User bereits eine günstigere Alternative gefunden. Man muss einfach sein Smartphone ganz weit weg vom Bett legen. Wir wollten kein weiteres Tool mit sinnlosen Funktionen erfinden, sagen die Entwickler dieses Schlüsselanhängers. Als Ergebnis erhielten sie einen Spinner-Karabiner mit Dosenöffner. Ob das nützlich ist, müsst ihr selbst entscheiden. Die Erfindung wurde durch Try and Error erstellt und sollte zum besten Flaschenöffner auf dem Markt werden. Man kann den Korken mit nur einem Finger entfernen. Der Mechanismus des Spinners lässt sich mit einer Hand drehen und bietet für 3 bis 5 Minuten eine bezaubernde Drehung. Der Karabiner ist auf der Basis eines Systems mit einem gezahnten Einsatz aufgebaut, mit dem versehentliche Pannen ausgeschlossen sind. Der multifunktionale Schlüsselanhänger kostet 35 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.